שלום עליכם, וירלרנן וייטר תרי"ג מצוות, 613 מצוות פון די תורה. הויטה מצווה פין פון דר דריי, מצווה על המלך לכתוב ספר תורה אחד יותר מכל בני ישראל. דה פלישט דאס קוניגס איינה תורה רולה מר צו שרייבן אלס די אנדרה ישראליטן. דר קוניג ישראלס, מלך ישראל, hat die Pflicht, eine Torahrolle zu schreiben, die für ihn als Regierende bestimmt ist, dass sie ihn ständig begleitete und dass er in ihr lese. Dies zusätzlich zur Torahrolle, die er wie jeder andere Israeliten schreiben muss, wie wir es in der letzten Mitzwa dieses Werkes mit Gottes Hilfe schreiben werden. Also ich lese euch von Sefer Chinuch. Wir wissen, die letzte Mitzwa von die Torah, Be'ezrat Hashem 613, ist, dass jeden soll ein Teil nehmen, zu schreiben eine Sefer Torah, eine Torahrolle. Und das ist auch unserem Ziel, die neue Sefer Torah Be'ezrat Hashem bis Ende des Jahres Be'ezrat Hashem ohne Pandemie zu beenden. Aber ein König, Melech Israel, hat noch eine Pflicht zu schreiben, noch eine Torahrolle, noch eine extra Sefer Torah, so eine kleine, die er schreibt. Und er lässt das immer bei sich. Also das ist Kinder-Sefer Torah, das darf man. Aber ich will euch nur zeigen, der hält immer die Sefer Torah mit sich, bei sich. Und er geht immer mit ihr überall. Und das werden wir erklären, was steckt dahinter. Aber zuerst lesen wir das, was steht geschrieben in die Torah. Das ist Parashat Shoftim, Kapitel 17, 5. Buch Moshe, Pasuk Chai, Pasuk 18. Vielmehr, wenn er auf dem Thron seiner Herrschaft sitzt, soll er sich eine doppeles Schrift dieser Lehre in einem Buch schreiben, von dem unter Obaut der Priester, der Leviten, sich befindenden Buch. Ve'aitaimo ve'karabo kol yomechayav, sie sei bei ihm, und er liest er, solange er lebt, damit er lerne, Gott, seinen Gott, zu fürchten. Alle Worte dieser Lehre und alle diese Gesetze gewissenhaft zu erfüllen. Also, was sieht man? Eine soll er schreiben. Und eine soll er bei sich haben. Also immer Wörter in die Tora sind ganz partikular und jedes Wort ist besondere Sache. Eine Doppelschrift Mishneh Torah, die Lehre, das heißt, er muss zwei schreiben, zwei Bücher Tora. Eine liegt er in seine Schatzkammer, in die Lager. Und eine andere, die immer bei ihm auf dem Schoß. Und er geht damit immer überall. Warum? Sagt die Tora. Damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebe. Und damit er von dem Gebote nicht rechts und links abweiche. Damit er bei seiner Herrschaft lange bleibe. Er und seine Söhne in der Mitte Israels. Also wir wissen, dass es ist eine wichtige Sache, dass der König soll bleiben für ewig, die Regierung. Und natürlich, wenn sein Sohn ist dazu geeignet, soll er weiter regieren. Und natürlich, wenn er lernt Torah und er lehrt auch seine Kinder, sie werden auch in dem richtigen Weg gehen. Okay. Eine Wesenheit von Sefer Torah schenkt der Mensch Irat Shamayim.
Ich weiß nicht, wie ist das bei euch. Normalerweise ein Jude darf nicht zu Hause eine Sefer Torah haben. Er darf haben Sefer, ein Buch, aber nicht Torahrolle geschrieben, weil es eine heilige Sache. Ich kann mich erinnern, dass einmal fuhren wir zum Schabbat nach Bad Sobenheim. Und sie wollten eine Sefer Torah, soll ich mitbringen, von meiner Synagoge. Gut, von unserer Synagoge. Dort, wo ich bete. Nichts ist meins. Niemand gehört was, alles gehört Hashem. La Hashem Moro zum Loyo. Und da habe ich genommen eine Sefer Torah. Und mein Kind saß auf seinem Platz. Und er hat gehalten, die Sefer Torah, die war bedeckt mit dem Talis. Und die ganze Fahrt, es mussten nur Themen gesprochen werden, die passen zu Sefer Torah. Es musste nur Musik gehört werden, die passt zu Sefer Torah. Die Yirah, die Furcht, wenn du hast in einer Umgebung von einer Sefer Torah, ist was ganz Besonderes. Deshalb kann ich nie verstehen und begreifen, wie kann das sein, dass manchmal Leute neben einer Sefer Torah reden oder sprechen. Sefer Torah ist was ganz, ganz Heiliges, das ist Gottes Schrift. Deshalb, wenn der Melech hat zwei Sefer Torah, wird auf ihm geben Yirat Shamayim, Gottes Furcht. Das Lesen in die Torah, Lernen in die Torah, Lehren die Torah, werden ihm belehren zu gehen auf dem feinen, geradlinigen, richtigen Weg. Er wird sein ein Tzadik, er wird sein ein guten Melech. Und die tiefste Sache ist, ein König hat Kraft in seine Hand, in seine Macht. Er kann bauen und er kann zerstören. Er kann reich machen, er kann bankrottieren, also jemand arm machen. Er kann Menschen am Leben lassen und er kann Menschen töten lassen. Ein Mensch, der hat in seiner Hand Macht, Kraft, Autorität, die Grenze zwischen Herrschaft und Diktatur ist sehr, sehr edel und schmal. Und er braucht eine obere Instanz, einen disziplinierten, gezähmten Einfluss von einer höheren Kraft. Das ist die Torah und das ist die Aufgabe von der Torah. Wenn der König hat bei sich dem Sefer Torah, sie erinnert ihm die ganze Zeit, Hashem ist da. Ich muss achten, was ich sage, was Hashem will von mir. Ich muss alles machen mit Zedek, mit Gerechtigkeit, mit Barmherzigkeit und nicht auf eigene, subjektive Verletzungen oder Interessen richten, weil auch der König ist ein Mensch, es ist nicht der Hashem. Nur Hashem ist MSW Yatziv, nur Hashem ist der hundertprozentige Wahrheit. Aber der König ist eine Sache. Und da wird er immer seine Trieb herrschen. Deshalb der König, egal wo er geht in Krieg, Sefer Torah mit, er sitzt im Gericht mit dem Sefer Torah, er geht essen, die Sefer Torah da, nur wenn er tut etwas, wo Sefer Torah nicht passt, er geht baden, er geht dort, wo der König alleine geht, Toilette, dann soll er die Sefer Torah nicht mitnehmen. Die Sefer Torah muss geprüft sein von dem Bedin, soll immer kasher sein. Und wir werden noch, Bezrat Hashem, beim Ende von dieser Reihe von 613 Mitzvot, werden sehen, wie wichtig ist, dass die Sefer Torah schreiben. Aber diesen Mitzvah findet nur statt, wenn die Juden sind in Israel und es gibt einen König. Und dann der König muss zwei Sefer Torah haben. Eine bei sich behalten, die ganze Zeit und die zweite zu legen in seine Schatzkammer, in seine Archiv. Falls eine ist Passul, so denke ich. Und das, was die Tora sagt.